Können wir auch mal was, ne? Können wir hier das Fernglas benutzen während der Fahrt? Wow! Können wir, ja! Verdammt! Herzlich willkommen bei einer kleinen Kurzvorstellung hier beim Metalizer. Wir schauen uns heute The Long Drive an. Gibt's auf Steam das Ganze, Link unten in der Beschreibung. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und es ist halt, wir fahren mit einem Auto, welches random generiert ist, in einer random generierten Wüste und fahren einfach. Da merkt man mal, was im Moment so 2019 in der Spielewelt los ist. Nämlich irgendwie gefühlt nicht wirklich viel. Also ja, es gibt so ein paar krasse AAA-Titel, aber so den richtigen Knaller so fehlt halt irgendwie. Und deswegen, nicht nur deswegen, schauen wir uns jetzt hier The Long Drive an. So. Oh, wollte ich das nicht wegwerfen? Also. Okay, ich glaube, das haben wir ausgetrunken jetzt. Gut. Pickup, also ich weiß nicht, ob wir es einstecken können, das ist die andere Frage. Ah, ich glaube mich fast nicht. Wobei, wahrscheinlich müssen wir es im Auto hinbringen. Unser Auto ist wahrscheinlich vor der Tür. E plus Maus. Ah. Okay, also wir ziehen es mit der Maus quasi, machen wir die Tür auf und zu. Oh, ganz schöner Sturm hier draußen. Ja. Ah, ich glaube, das ist unser Auto. Zack. Na, so, auf damit. Und, ach so, wir haben, okay, hinten ist der Motor drin, ist wahrscheinlich vorne hier, hier wird dann wahrscheinlich, ja, das hier ist unser Kofferraum. Wir schmeißen einfach mal alles rein, würde ich sagen, was wir so brauchen. Ups. Also, wir wissen ja nie, was passiert auf dem Weg. Ich habe ja gar keine, ich habe keine Ahnung, also ich habe das eben gerade auch zum allerersten Mal angemacht und, deswegen schauen wir jetzt hier gemeinsam, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Ist das ein Goldbarren? Dann steigen wir mal ein und versuchen mal loszufahren, beziehungsweise gucken wir mal, ist hier noch irgendwas? Ah, hier ist noch ein Keller. Okay, hier steht auch noch ein Fass. 80 der Eul, 100%. Alkohol? Oh! Wer bist du denn? Ich bin eine Beifahrerin, geil! Die nehmen wir mit. Nee. Ja, das ist Heidi hier. Heidi fährt mit. Auf dem Rücksitz. Ja, wobei, nee. Packen wir auf den Vordersitz mit rein. Heidi. Heidi. Steig in den Wagen ein. Ich frage jetzt nur, wie bekommen wir sie dazu, sich richtig hinzusetzen? Okay, wir fahren. Wow. Oh, hier ist noch eine Tankstelle. Wie viel Benzin haben wir denn überhaupt? Der Tank ist fast leer, ne? Das ist das Problem. Handbremse? Wollen wir die denn? Handbremse. Wir können sogar rauslehnen aus dem Fahrzeug. Cool. Space. Alles klar. Hier ist aber auch keiner mehr, ne? Na, hier noch. Das sieht mir irgendwie... Was soll das denn sein hier, ey? Hier, keine Ahnung, was das hier... darstellen soll. Falls jemand weiß, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich bin nicht sicher. Oh. Hier liegt noch ein Rückspiegel. Aber den haben wir ja schon. Haben wir hier noch eine Stoßstange? Ist das unsere? Aber zumindest können wir die austauschen hier, ne? So, den Schrott hier weg. Und die neue ran. Zack.
Ist ja fast wie My Summer Car hier. Und die Frage ist, wo kommen wir jetzt? Können wir jetzt Benzin hier auffüllen irgendwo? Pickup. Ich möchte nicht schon wieder trinken. Das wäre, glaube ich, nämlich nicht so gut. Wo ist denn unser Tankdeckel hier eigentlich? Ah, hier, guck mal. Das Ding hier ist. Das schmeißt er weg. Ah, das ist der Kühltank. Den tauschen wir also aus hier. So. Kannst du jetzt irgendwie auch austauschen, die Flüssigkeit? Müssen wir vielleicht mal gucken. Also wir packen das jetzt hier rein. Mounten das Ganze. Und die. Upsala. Auf die Sachen zu trinken, ey. Der trinkt die ganze Zeit die Sachen hier. Open. So, H2O ist da ja drin. Oh. Okay, hier läuft das Zeug schon aus. Das heißt, wenn wir den hier unten zumachen. So. Und den jetzt ein bisschen geschickt hinstellen. Also, ich würde es ja ganz gerne drehen können, aber irgendwie kann ich es nicht drehen. Ich glaube so, ne? Ach shit, bin wieder gegen gelaufen, verdammt. Ah, jetzt steht's. Okay, passt auf. Nein! Wir brauchen Licht hier. Müssen wir gucken, ob wir Objekte irgendwie drehen können. Die müssen wir doch garantiert irgendwie drehen. Und gucken wir mal in die Optionen rein. Reload, Sleep, Burp, Fart, okay. Wir können auch pinkeln. Wir können es umschauen, zoomen, ZY, Heitat, okay. Nee, aber ich glaube, also wir können mal versuchen mit ZY. Nee. Was war das andere noch hier? Look, Q. Das ist nur, wie wir gucken. Alles da. Wow. Aber ich glaube, wir können das hier selber nicht drehen. Objekt, oder? Ah, doch. Die Maus gedrückt halten. Alles klar. Okay, das ist ein bisschen kompliziert, aber langsam steige ich durch. So. Das war übrigens unser Char, ne? Das waren nicht wir. So, den Tank stellen wir jetzt hier hin. Hier kommt auch niemand, ne? Ich glaube, die Tankstelle ist wirklich verlassen. Nein, wir verlieren. Na toll. Ist der hier leer? Der hat immer ein bisschen drin. Das könnte schon gut sein, könnte schon reichen. Dann brauchen wir noch irgendwo, vielleicht finden wir noch irgendwo Wasser. Das ist Deep V, ne? Ja. So, wir haben wieder Tag. Sehr gut. Dann bauen wir das Teil hier mal ein. Zack. Vielleicht klappt das ja. Ist hier denn vielleicht was drin? Auch empty, ne? Schade. Bräuchte nur ein bisschen Wasser eigentlich.
Ist hier unten vielleicht was da drin? Nee, da kommen wir auf jeden Fall nicht ran. Ah, was haben wir hier? Noch eine Heidi. Ich guck mir den Rest lieber nicht an. Aber Heidi ist wieder da. Oder hat die hier vielleicht geschlafen? Ich mag das gar nicht wissen. Nee, wir fragen besser nicht. Aber hier, wir nehmen uns die neue Heidi auch nochmal mit. Heidi und Petra hier. Zack, ins Auto rein. So. Zack, Tür zu. Die Sachen können wir hier, glaube ich, liegen lassen erstmal. Da kümmert sich schon jemand drum. Da packen wir nochmal ein hier. Haben wir dann alles gedacht? Okay, lustige Poster. Wir fahren lieber. Bevor noch irgendwas Schlimmes passiert hier. So, zack. Motor. Oh Gott. Okay. Mist. Neutral, da sind wir da, oder? So, null. So. Ach, wir haben die Handbremse noch drin, ne? Kein Wunder, dass wir uns nicht fortbewegen. Das wundert mich jetzt überhaupt nicht. Jetzt fahren wir. Sehr gut. Beschleunigen wir noch mal ein bisschen. Und hoffen wir mal, dass wir irgendwas finden, weil ich glaube, das ist so das Einzige, was wir machen müssen. Dinge finden. Liegt ein Stein? Oh Gott. Wow, der Kofferraum in der... Was ist passiert? Ich glaube, wir haben unseren Kofferrauminhalt irgendwie verloren. Und ich glaube... Moment. Machen mal die Tür auf. Sieht immer noch heiler aus, das Auto. Eigentlich, erstmal. Ich glaube, wir können weiterfahren. So, erstmal Gang auf neutral. Jetzt legen wir den Rückwärtsgang nochmal ein. Dann fahren wir hier so ein kleines Stück wieder auf die Straße zurück. Und versuchen mal wieder hier zu beschleunigen. Sehr gut. Okay, Radio können wir theoretisch auch anmachen. Oh, da hinten, irgendwas qualmt hinten weiß aus dem Auspuff raus. Ich glaube, das ist nicht so gut. Denke ich. Bin mir aber nicht so sicher. Gucken wir mal, wir hoffen einfach mal das Beste, dass wir nicht gleich hier komplett eskalieren. Heidi, geht's euch auch gut?
Ich weiß nicht, wo unser Tank gerade ist. Ist der leer jetzt schon? Bin ich, ich glaube, da haben wir irgendwie ein Problem mit unserer Gangschaltung. Habe ich so das. Mich gar nicht wissen, wie das jetzt aussieht. Das muss, ne? Aber ich glaube, unser Tank ist, glaube ich, leer. So, machen wir das Auto mal aus. Und steigen nochmal aus hier. Pickup hier. Komm raus. Benzinkanister hängt irgendwie fest, glaube ich. Ja, nachdem wir alles hier, wir haben hier hinten auch noch welche, ne? So, Pickup. Der ist leer. Hier ist aber noch Gas drin, ne? Die Frage ist, wofür wir das irgendwie... Wo kommt denn das Benzin denn rein, ey? In die Kiste hier. Ich meine, ist das hier? Ah, Fuel Tank, 0,2, alles klar. Da ist aber noch was drin gewesen. Pickup. So, da füllen wir mal ein bisschen was rein hier. Das Ding ist jetzt leer. Okay. Alles wieder zumachen hier. Pickup, ist da noch eigentlich was drin gewesen? Nee, der war auch leer hier, oder? Ja, der ist auch leer. So, rein damit. Nein, wie ist unser Fernglas hier hinten? So. Irgendwie stört uns hier dieses, Ach, hier ist H2O drin. Im Ernst? Weg mit der Tür! Das brauchen wir, das H2O. Wir drehen das jetzt einfach... Oh. So, wir drehen das jetzt nämlich hier raus. Denn... Unsere Kühlflüssigkeit ist leer. Das fümmelt sie mich hier rein, ganz locker und easy. Ich weiß zwar nicht, wie viel da rein muss. Aber. Hauen wir einfach mal ein bisschen. 4,9 Liter, okay, das sollte dann eigentlich reichen. Jetzt ist die. Ist das Ding hier auch leer. So. Zack. Unsere Tür sollten wir vielleicht wieder mitnehmen. Ich habe es mir doch nochmal überlegt. So eine Tür ist, glaube ich, doch nicht verkehrt. Heidi und Petra scheint es noch gut zu gehen. Temperatur ist im grünen Bereich. Sehr gut. Benzin weiß ich nicht. Ja, und jetzt fahren wir wieder. Wir rollen. Ja, dann geben wir mal Gas hier, ne, würde ich sagen. In unserer Wüste hier. Keine Ahnung, ich brauche einen Supermarkt. Wir haben Durst, wir haben Hunger. Und wir geben jetzt Vollgas hier. Dritter Gang sind wir schon. Ab in den vierten. Woo! Springen kann auch die Kiste. Nice. Dann fahren wir mal. Ich weiß ja nicht, wie lange. Aber wir fahren jetzt mal lustig drauf los. In der Hoffnung, dass wir noch irgendwas sehen hier, weil
Es ist eigentlich wirklich nur fahren, fahren, fahren. Geradeaus. Mit cooler Musik. Ich glaube, vorne steht schon wieder ein Kaktus. Auf der Straße, ja. Neon City Radio ist das hier, okay. Lackenstein. Da fahren wir besser nicht drüber. Können wir auch mal was, ne? Können wir hier das Fernglas benutzen während der Fahrt? Wow! Können wir? Ja! Verdammt! Oh nein! Heidi! Ich glaube, wir leben noch, ne? Das ist ein bisschen Blut. Ja, ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Shit, ich glaube, wir sind, also ich glaube, wir sind tot. Wenn nicht wir, dann zumindest das Auto, oder? Nein, nee. Deswegen niemals das Fernglas während der Fahrt benutzen. Das Auto. Ich glaube, es springt nicht mehr an. Ey, also dafür, dass wir gerade 200 Meter Tiefe gefallen sind, sieht unser Auto aber auch ziemlich gut aus. Und sogar der Motor ist eigentlich noch heile, ne? Ich weiß nicht, warum es nicht mehr anspringt. Licht funktioniert auch noch. Ich glaube, wir müssen auf neutral schalten. Nee, aber der Wagen springt nicht mehr an. Wir sind erledigt. Das war's. Das war's hier. Schade. Das kann save while sitting. Ja, okay, dann gehen wir aber trotzdem ins Main-Menü zurück.